Also erstmal möchte ich zurückweisen, dass wir da eben eine Stimmungsmache machen. Ich meine, eben, Sie kennen doch selber, wer da auch wohnt und was die Ängste sind. Und es sind auch, also wissen Sie, mir wird es ja schon anders gehen, wenn in den Baums, also als Wärmeaufstellungsbeschluss ein leeres Blatt und danach entscheidet sich erst, wo es hingeht. Wenn da drin stehen würde, wir wollen schützen, wir wollen Innenhöfe schützen, wir wollen diese Mischstruktur schützen, wir wollen die kulturelle Nutzung dort schützen, das wäre was anderes. Aber es steht drin, die Weiterentwicklung der vorhandenen Baustruktur für Wohnzwecke. Und da stehen ja schon ganz viele Häuser außen rum, die auch viergeschossig sind. Aber wo soll sich das denn noch weiterentwickeln als in den Innenhöfen? Da steht doch nichts von, dass man genau das schützen will. Von daher setzen Sie doch nicht in den Floh ins Ohr, das wird schon alles laufen und am Ende ist es so. Also ich meine, wir hatten ja genug Beispiele von Mieterinnen, irgendwie, wo es immer hieß, wir können nichts machen, aber eine Investorenpolitik ist es halt trotzdem. Das ist nicht der erste Bebauungsplan, wo es genauso ist und wo man eigentlich sagen könnte, wir als Stadt würden uns wünschen, in diesem Quartier genau so eine organische Entwicklung, so eine kulturelle Vielfalt dazu unterstützen. Oder man macht es halt nicht und sagt, man will für Wohnzwecke weiterentwickeln bei der vorhandenen Baustruktur. Das hört sich für mich danach an. Ich sehe den Schutz noch nicht. Aber deswegen sage ich ja, das Verfahren wird weiterlaufen und ich bin sehr gespannt, was die Bedingungen sind. Ich fände auch gut, wenn die ausgesprochen werden, was die Bedingungen sind. Und dann wird man weiter.